shit? Ich weiß jetzt nicht, wo die Totenkopf-Plattform ist. Weil sonst würde ich die Kiste einfach nicht einsammeln. Einsammeln, das war so scheiße betont. Wow. Das ist ja nicht so das Problem, nur halt diese eine beschissene Kiste da oben. Ich glaube, die ist da hinten. Ich meine, wenn wir die einmal gemacht haben. Ja, da ist sie. Ja. Hören wir die jetzt erst? Oh, diese Musik! Und das ist genau die Szene, an die ich denke, wenn ich die Musik höre. Und das ist so geil. Es ist so toll. Ja. Okay. Aber normalerweise dürfte die jetzt nicht weg sein. Und wir müssen auch den nicht neu machen. Genau. Die Kiste hole ich dann einfach später, wenn ich das Ding hinter mir habe. Beziehungsweise vorne könnte, glaube ich, sogar noch ein Checkpoint sein. Weiß jetzt nicht, weil die Kamera... Nee, hat das Satz nicht so gut gezeigt. Boah, das war schön getimed. Okay, wir haben eine Maske. Alter. Okay, das war gut. Das war okay. Gab's hier noch irgendein... Kisten gab's ja keine, ne? Edelstein haben wir aber. So. Versuche ich. Da waren keine Kisten, da waren nur. Nitros! Ah. Hier gab es über 100 Kisten. Oder brauchte man hier den roten Edelstein? Ich weiß es nicht mehr. Man konnte es ja mal probieren. Hätte die sich ein bisschen weiter nach links setzen können. Ich esse einen Chip. Ach. Einen. Wow, wow, wow. Ich glaube, ich habe hier irgendwas übersehen. Mach das mal normal zu Ende.
Ach genau. Ich habe mir auch ein paar Demos bestellt. Für die PlayStation 1. Leck mich doch, du behinderter Pisser, ey. Ich habe mir ein paar PlayStation 1 Demos bestellt. Also Euro-Demos. Und da waren auch ein paar Demos von Spielzeitschriften bei. Und davon wollte ich jetzt so kleine Let's Shows machen. Weil es gibt vielleicht... Oh, ficken! Es gibt vielleicht Leute, die sich dafür interessieren, welche Spiele auf den verschiedenen Demos drauf waren. Und ich wollte jetzt auch versuchen, alle Demos zu bekommen, so. Ja, und die dann so ein bisschen, ja, so anzuzocken. Beziehungsweise durchzuspielen. Kommt halt drauf an, wie lang die Demo ist. Ich habe so toll gesungen. Jo. Und ich hoffe, dass ich damit auch das Spiel rauskriege, bevor ich früher so Albträume bekommen habe. Ich weiß das nicht mehr, wie das heißt. So. Wo ist denn die Nitro kaputt mach? Wird schon seinen Sinn haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einen Kristall, Edelstein, whatever. So. Nichts kriegen wir gesagt. Dann würde ich sagen, tun wir speichern. Und gehen in den nächsten Warp-Room. Ich fresse mir gerade noch hier ein paar Chips. Was kommt jetzt für ein Boss? Kommt jetzt schon Tiny? Oh, Komoro Brocher. Okay. Die mag ich nicht so. Vor allem nicht in der Beta. Weil da kriegst du sie nicht kaputt. Das ist so einfach. Und der einen Kreis. Also ich finde den Bosskampf gegen Tiny immer noch am besten. Und der macht mir am meisten Spaß. So. Der hat man doch geschafft. Plant Food. Ach, ich hab ganz vergessen. Ah. Spitzenleistung, Crash. Die Kimodo-Brüder konnten dir offenbar nicht das Wasser reichen. Doch freu dich nicht zu früh. Es gibt immer noch viele Kristalle zu holen. Vergiss nicht, nur du kannst die Welt retten. Okay, wir müssen nochmal nach unten. Weil ich hab den Warp Room, also den Weg zum versteckten Vorpunkt total vergessen. Das hier. Das ist ja nicht allzu weit bis dahin. Da muss ich das nur noch hinkriegen,
Ja, ne? Über die Kisten dazu springen. Ja. Hat er gerade das Geräusch gemacht vom Drehen? Oh, sind wir schon hier? Das war ja wohl mal easy. Also, ja. Und jetzt schätze ich mal, dass wir in dem Eislevel dann rauskommen werden. Snowgo, ja. Auf jeden Fall, das hier ist der versteckte Warp Room. Und hier sehen wir halt Level in Dune des Level 7, Level 2, Level 14, Level 26 und Level 27. Und genau, da im Hintergrund ist die zweite Insel vom Crash Teil 1, 2, 1, 1. Ich bin doof. Okay. Musik ist auch gut. Nee. Super. Wow. Jetzt können wir sie doch wegschießen. Ich habe das Gefühl, hier gibt es keine Kisten. Sondern nur der Rote Nadelstein. Mist. Kommt das nachher mit den Nitro-Kisten? Das ist mal nämlich auch voll geil. Na! Ja, ich habe das Gefühl, dass es hier keine Kisten gibt. Normale. Ja. So, okay. Hab ich doch gedreht. Das möchte ich nicht haben. So. Okay. Das Schöne ist nämlich, wenn wir da einfach weiterspringen, dann, also wenn wir da einfach normal hochspringen, dann werden wir irgendwie weitergedrückt und fallen dann in den Abgrund, was total Banane ist. Wie man gerade gesehen hat, ich habe nämlich nichts gedrückt. Genauso wie jetzt. Das Leben ist weg. Warum sind die Kisten nicht aufgegangen? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, es hat gerade angehalten, das Spiel. Achso, das waren die Nitro-Kisten, okay. Ja, sonst müssen wir hier eigentlich alles haben. Hätte ich vielleicht doch mitnehmen sollen. Wenn ich jetzt hier durchhalte, sollte mir eigentlich nichts mehr passieren. Okay, hier
haben wir auch schon alles gehabt. Das ist schön.